Ja, ganz kurz über uns, also Monetative e.V. Wir haben uns 2009 in Berlin einen Kreis von Leuten zusammengefunden. Bei mir selber hat es begonnen mit dieser Übersetzung des Buchs 100%-Mann von Irving Fischer, dass ich plötzlich gesagt habe, das ist eine sehr wichtige Idee, und dann liest man weiter und trifft dann natürlich Leute, gerade in Berlin. 2012 haben wir dann den, es ist ein bisschen Rückkopplung, aber gut, solange es nicht richtig zum Pfeifen anfängt. 2012 haben wir dann den formalen Schritt gemacht und uns als Verein konstituiert. Unsere Mitglieder sind Professoren, Lehrer, Unternehmen, Steuerberater, Künstler, ich selber bin Politikwissenschaftler, in letzter Zeit auch viele Studenten. Einen sehe ich auch hier, auch einen Schüler, der sich für Sachen interessiert. Ich weiß auch, dass einige neue Mitglieder von Monetative hier sind, die ich aber noch nicht kenne, weil wir sehr schnell anwachsen. Wir können uns nachher gerne mal zusammensetzen, vielleicht kann man mal hier so einen Monetative Stammtisch in München auch einrichten. Ja, wir machen regelmäßig Veranstaltungen, wir machen eine große Jahrestagung, dieses Jahr in Frankfurt, Vorträge, Workshops zu speziellen Themen. Unser nächster Workshop in Berlin wird zum Thema Staatsverschuldung gehen und was man mit Vollgeldern machen könnte. Wir betreiben eine Homepage und dort kann man auch einen regelmäßigen Newsletter bestellen. Hinten liegen so kleine Flyer aus, da finden Sie dann die Webseite und so weiter und so fort. Unsere Ziele, eben Aufklärungsarbeit über das Geldsystem, insbesondere Verbreitung der Idee einer Vollgeldreform. Ja, so. Wir sind nicht allein in der Welt, Sie sehen hier mittlerweile in der Mitte International Movement for Monetary Reform. Jetzt haben sich also weltweit Menschen zusammengefunden, die genau dasselbe Thema bearbeiten wie wir. Insbesondere rechts, darunter Positive Money in England, eigentlich unsere größte Organisation, zusammen auch mit links oben Vollgeldinitiative in der Schweiz. Die sammeln gerade Unterschriften, die müssen 100.000 erreichen bis Ende des Jahres für eine Volksabstimmung in der Schweiz, wo darüber abgestimmt wird, ob eben die Geldschöpfung wieder in öffentliche Hand kommt. Interessanterweise haben die Schweizer auch 1891 darüber abgestimmt, dass eben Banken keine eigenen Geldscheine mehr drücken dürfen, sondern dass es dann also auf eine Stelle beschränkt wird. Das war in der Schweiz auch Ergebnis einer Volksabstimmung. 1891, ja. Ja, soweit. Gut, ein paar Daten zum Anfang. Hier eine Grafik, Verhältnis zur Geldmenge, zum Bruttosozialprodukt. Man sieht, es ist irgendwie außer Kontrolle gekommen. Die Geldmenge, Wirtschaftsentwicklung haben sich entkoppelt. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Ich werde nachher noch darauf eingehen. Was ist M1? M1 ist die Geldmenge, also die gebräuchlichste Geldmenge. Es gibt verschiedene Geldmengebegriffe. M1 ist Bargeld und die unbaren Guthaben auf Girokonten, die aber nicht als Bargelder angelegt sind. Aber das nimmt man normalerweise als eine Geldmenge, die eben im Umlauf ist, die sofort verfügbar ist für Einkäufe. Wäre der Bezeichnung Realgeld hier? Realgeld nicht so angebracht, weil das ist ja gar kein reales Geld, da werde ich gleich mal drauf eingehen. Oder weiterer Krisenindikator hier, Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland, in Japan, in Großbritannien, überall das gleiche Bild, rasant ansteigende Staatsverschuldung. USA können wir auch dazu nehmen, in der gesamten westlichen Welt, in der gesamten Welt, in der dieses derzeitige Geldsystem ist, beobachten wir eben auch einen rasanten Anstieg der öffentlichen Gesamtschulden. Und, Entschuldigung, man beobachtet auch überall eine sehr starke Aufblähung der Werte von Finanzanlagen, von finanziellen Vermögenswerten. Dazu gehören unter anderem natürlich Wertpapiere, aber auch Grundstücke. Und davon können Sie in München ein Lied singen, wie da die Preisentwicklung bei Grundstücken aussieht. Drei Indikatoren, und wir meinen, wenn man die zentrale Frage beantwortet, woher kommt eigentlich unser Geld, wie entsteht das Geld, dann kommt man der Lösung dieser
beschriebenen Symptome doch ein ganzes Stück näher. Zumindest ist es wichtig, diese Frage genau richtig zu beantworten. Jetzt möchte ich kurz auf die Geldarten eingehen, und zwar jetzt nicht, es gibt Geldarten, die uns allen zur Verfügung stellen, es gibt aber noch anderes Geld, das wir nie in die Hand bekommen, und zum Beispiel Zentralbankreserven. Wir haben, das wissen Sie alle selber aus Ihrer Erfahrung, Verfügung über drei Geldarten. Das ist zum ersten Mal das Münzgeld, also die Münzen, die in unseren Geldbörsen klimpern. Und wie werden sie geschaffen? Sie werden durch die staatliche Münzprägeanstalt geprägt und gehen als Gewinn in den Etat des Finanzministers ein, abzüglich natürlich der Prägekosten und der Metallkosten. Das ist das Münzgeld. Dann haben wir Papiergeld. Unsere Geldscheine, die werden im Auftrag der Zentralbank gedruckt und die Zentralbank verleiht dieses Geld dann weiter an Geschäftsbanken und dann bekommen wir dieses Bargeld, wenn wir genug Kontoguthaben auf unseren Girokonten haben. Aber das ist also eine andere Herkunft. Das Münzgeld wird direkt vom Staat geprägt. Papiergeld wird im Auftrag der Zentralbank gedruckt und wird verliehen an Geschäftsbanken. Und dann haben wir Giralgeld und Buchgeld. Dieses Geld wird durch private und auch öffentliche Geschäftsbanken per elektronischer Buchung in die Welt gesetzt. Also es handelt sich hier um kein staatliches Geld, auch um kein Geld der Zentralbank, sondern es gibt eine private Geldschöpfung dieses Giralgelds, Buchgelds. Wie passiert das? Ein kleines Zitat aus einem Lehrbuch für Schüler der Gymnasial- und Oberstufe der Bundesbank, Geld und Geldpolitik, Seite 68. Also, in der Regel gewährt die Geschäftsbank einem Kunden einen Kredit und schreibt den entsprechenden Betrag auf dessen Girokonto als Sichteinlagegut. Es ist Buchgeld entstanden oder es wurden 1000 Euro Buchgeld geschaffen. Die Buchgeldschöpfung ist also ein Buchungsvorgang. Alternativ kann die Geschäftsbank dem Kunden einen Vermögenswert abkaufen und den Zahlbetrag gutschreiben. Also über einen Buchungsvorgang können die Geschäftsbanken dieses elektronische Giralgeld setzen, es in die Welt, dass sie alle auf ihren Konten haben und es heute zweifellos das wichtigste Geld ist. Darf ich Sie bitten, weil es sehr schwer zu verstehen ist und es sind auch noch eine schwer verständliche Materie, ja? Ob Sie etwas langsamer oder deutlicher oder lauter sprechen, dass wir ihn. Okay, ja, Entschuldigung, danke. Ja. Ich mache. Ja, das vergisst ja. Man leicht. Genau, also nochmal Bundesbank, Lehrbuch für Gymnasien. Die Banken schöpfen selbst Giralgeld per einer Buchungstechnik. Ja. Also sie buchen das ein mit einer speziellen Technik, was zu einer speziellen Bilanz führt. Und wir können nachher gerne Fragen dazu beantworten, vielleicht kurz als ein Hinweis, ein ganz kleiner Blick in die Bankbilanz. Und da sehen Sie, die Giroguthaben, das Giralgeld ist dort nicht als Vermögenswert verbucht, so wie wir alle. Für uns ist Giralgeld ein Vermögen, das wir haben, sondern in der Bankbilanz wird dieses Geld als Verbindlichkeit, also auf der Passivseite verbucht. Ja, ich werde noch weiter darauf eingehen. Nur mal um zu sehen, wie funktioniert diese Buchung. Einfach mal kurz eine Bankbilanz. Ich gehe auf jeden Fall noch weiter darauf ein. Weil das ist der springende Punkt, dass man diese Buchungstechnik versteht, weil ja, Geldschöpfung ist eben im modernen Geldsystem eine Buchungssache. Wie sieht es aus mit den drei Geldteilen? Bitte? Die Materie ist zu trocken, die ist an der Masse. Direkt ans Mikrofon? Gut. Und ich rede noch ein bisschen langsamer. Wir sind in München, nicht in Berlin. Ein bisschen langsamer. Genau. Ja, ich habe gerade drei Geldarten erwähnt und da sehen Sie mal ungefähr die Anteile, also 1% im Eurosystem ist Münzgeld, 17% Papiergeld und 82%, also von der Summe her, Giralgeld. Sie sehen also,
Die wichtigste Geldart heutzutage ist mit Abstand das elektronische Generalgeld und das werden Sie sicher auch mit Ihrer Lebenserfahrung bestätigen können. Wichtig ist, was man auf dem Konto hat, nicht wie viel man irgendwo an Münz- oder Geldscheinen irgendwo liegen hat. Man kriegt auf sein Konto sein Gehalt überwiesen, man zahlt über sein Konto seine Miete bzw. Kreditzinsen, sogar seine Steuern. Ja. Auch ein interessanter Faktor, dass der Staat verlangt von uns, dass wir unsere Steuern in privat geschöpftem Geld bezahlen. Das ist ein interessanter Nebenaspekt. Aber kann man nachher in der Diskussion vielleicht noch vertiefen. Ja, was ist denn nun eigentlich dieses Generalgeld? Schauen wir uns mal das Bundesbankgesetz an. Wird es irgendwo erwähnt? Nein, es wird weder im Bundesbankgesetz erwähnt, noch in der Satzung der Europäischen Zentralbank. Vielmehr steht im Bundesbankgesetz Artikel 14 Absatz 1, auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Generalgeld wird bei Gelddefinitionen in der Bundesbank jetzt nicht erwähnt, ist auch ein interessanter Faktor, bitte. Was heißt in dem Zusammenhang unbeschränkt? Unbeschränkt heißt, dass es noch ein gesetzliches Zahlungsmittel gibt, das sind die Münzen. Aber da kann jemand sagen, also wenn Sie dann mit einem großen Sack Münzen in ein Geschäft kommen und sagen, okay, hier 200 Euro in 1 Cent Münzen, dann kann das Geschäft das ablehnen. Sagen Sie, okay, nee, also ich möchte hier schon. Das ist ein beschränkt gesetzliches Zahlungsmittel. Auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Ein ähnlicher Passus steht auch in der Satzung der Europäischen Zentralbank. Was ist also dieses Generalgeld? Generalgeld ist ein sofortiges Verfügungsrecht des Kunden auf Ausgaben von Bargeld. Nicht mehr. Aus Sicht der Bank eine sofortfällige Verbindlichkeit, die vielleicht auf den Besitzer tauschen mag, also wenn Sie das jemand anders überweisen, aber auch nur selten eingefordert wird. Der meiste Zahlungsverkehr, gerade in großen Summen, läuft über Generalgeld. Also Sie gehen selten zur Bank hin, gerade bei größeren Beträgen, und sagen, okay, ich möchte jetzt mal die 100.000 im Bargeld haben. Das ist ganz, ganz selten. Aber eben, das Generalgeld ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern eben eine Verbindlichkeit der Bank auf Auszahlung von Geld. Und das ist der Grund, warum die Banken dasselbe erzeugen können. Sonst ging es nämlich gar nicht. Wir können ja auch kein Geld selber erzeugen, wir können auch keine Geldscheine drucken, das wäre ja Betrug. Und wenn wir einfach einen Buchungssatz, eine Firma so machen würden, dass plötzlich auf der Vermögensseite das Bankkonto nochmal 1.000 aufgebläht würde, dann würde es nicht funktionieren. Die Banken, die für uns die Girokonten buchen, können einfach ihre Verbindlichkeiten aufstocken und haben dann eben Bargeld, Generalgeld geschöpft. Vielleicht nochmal zu dieser Buchungstechnik. Also auf der einen Seite erhöhen Sie ein wenig Verbindlichkeiten auf Auszahlung von Geld. Auf der anderen Seite wird dann natürlich, damit die Sache das stimmt von der Bilanz her, wird dann die Kreditforderung oder auch das Investment, was Sie gemacht haben, was Sie sich gekauft haben, wird als Aktivposten in die Bilanz eingestellt und so wird die Bilanz verlängert und so ist dieses Geld eben auch bilanztechnisch dann zumindest formal legitimiert und so wird es dann verbucht in der Bankbilanz. Also, Generalgeld ist nur eine Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld, aber selbst kein echtes Geld. Kein gesetzliches Zahlungsmittel. Haben Sie das alle gewusst? Die mit Geld sich beschäftigen, wahrscheinlich schon. Das ist nämlich da auch der Hintergrund, immer diese latente Angst vor so einem Bankrun, ja, wenn irgendwas unsicher ist, jetzt in Griechenland oder in Zypern, ja, dass die Leute dann sagen, naja, weiß nicht so, wie es weitergeht, ich möchte jetzt doch mal echtes Geld sehen. Und wenn natürlich alle Leute sofort zur Bank gehen würden und dann ihr Geld einfordern würden, und dann sehen sie, naja, 82% Generalgeld, 17% Papiergeld, dann ist das Spiel schnell aus. Ja. Und wenn Sie mir sagen, in Europa ist ungefähr die Generalgeldmenge 5 Billionen Euro,
Und jetzt gibt es einen neuen europäischen Rettungsfonds über die Bankenunion, die ja Finanzkrisen verhindern soll. Und der ist ungefähr mit 80 Milliarden meines Wissens dotiert. Da sehen Sie ungefähr die Größenordnungen, ja, wie weit so ein Rettungsfonds dann reichen würde. Also, Geld entsteht durch Einbuchung von Verbindlichkeiten und auf der anderen Seite eben durch Kreditgewährung. Genauso verschwindet dieses Geld wieder, wenn Sie dann Ihre Schuld wieder zurückzahlen, die Kredite getilgt werden. Auch ein seltsamer Mechanismus. Also wenn Sie sehen, hier nochmal die Bankbilanz, das Giroguthaben entsteht, ja, wenn praktisch das da eingebucht wird, und wenn wir das zurückzahlen, dann wird aus den 1000 einfach wieder 0 und das Geld ist wieder verschwunden, auch in der Bankbilanz und überhaupt, es existiert nicht mehr. Es fließt nicht von uns zur Bank, also von der Bank zu uns und wieder zurück, sondern es entsteht und verschwindet. Ganz seltsamer Mechanismus. Was ist denn da seltsam dran? Bei jeder Buchung, wenn eine Firma eine andere Firma Waren liefert, dann entstehen auch Bilanzposten und dann, wenn bezahlt ist, verschwinden auch die Kosten. Ja, aber wenn Geld überwiesen wird, von einer Firma auf die andere, ja, dann vermindert sich die Kasse bei der einen Firma und bei der anderen erhöht sie sich. Ja, und bei der Bank ist es eben nicht so. Wenn Geld geschöpft wird, dann wird kein anderes Konto vermindert, sonst kommt es einfach in Existenz. Und wenn es zurückgezahlt, verschwindet es wieder. Das sind eben ganz unterschiedliche Vorgang. Ja, weil es wird eben genau kein Konto bei der Bank vermindert, wenn es eben einen Kredit auszahlt. Das ist der springende Punkt. Und die Zinsen? Bitte? Und die Zinsen verschwinden die auch? Die Zinsen, wenn wir sie an die Bank zurückzahlen, an die Bank zahlen, die verschwinden auch. Da wird unser Kontoguthaben von 1000 Euro, dann zahlen wir 200 Zinsen, dann sind es noch 800 Euro und um so viel ist auch die Geldmenge verringert worden. Dafür werden sie ja dann teilweise wieder den anderen Einlegern, die feste Einlagen haben und auch dem Eigenkapital wieder zugebucht. Also sozusagen, also es verschwindet zwar, aber es kommt dann ja auch wieder bei anderen Konten eben was dazu. Das Eigenkapital, ja, die Banken gewinnen dadurch. Ja, Eigenkapital der Banken ist kein Bestandteil der Geldmenge. Ja, da haben wir ja keine Verfügung. Das ist ja nicht umlaufend. Also man kann auch sagen, Banken und Zentralbanken, Zentralbanken übrigens auch, die buchen auch nochmal anders. Für Zentralbanken, die können ja die Geldscheine schöpfen. Ja? Die Geschäftsbanken machen das Giralgeld und die Zentralbanken, die lassen das Papiergeld entstehen. Und das verbuchen sie genauso als Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld, wie die Banken das Bargeld, also Giralgeld als Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld auf Bargeld. Das hat folgenden Hintergrund. Früher konnte man noch mit seinem Geldschein zur Zentralbank gehen und da war dann noch irgendeine Goldreserve dahinter. Also eigentlich ist Bargeld, Papiergeld so entstanden, also eine Verbindlichkeit der Zentralbank auf Auszahlung einer irgendwo hinterlegten Goldreserve. Ja. Und Sie wissen ja auch, es gibt keine Golddeckung mehr in der Währung. Ja. Die letzte ist in den USA in den 70er Jahren abgeschafft worden. Aber das Geldsystem tut noch so, als sei hinter dem Schein der Zentralbank noch irgendwo eine Deckung, die aber nicht mehr existieren. Das ist sicher mit einer der Gründe, warum diese Kurven so explodiert sind seit den 70er Jahren. Das ist einer der Gründe. Anderer Grund ist Bankregulierung. Aber ich bin jetzt nicht dafür, dass wieder die Golddeckung eingeführt wird, nur um das zu erklären, auch wie es historisch entstanden ist. Sagen Sie, dieser Fonds, der kreiert wurde, um die Länder zu schützen, also zu Lot. Der ESW. Die ESFM genau. Oder ESM, genau. Ja. Und was ist das für Geld? Wie ist das garantiert? Woher kommt das? Ist das genauso eine Schöpfung? Das ist auch, das sind praktisch von der Zentralbank teilweise geschöpfte Gelder. Das sind wieder eine andere Geldart, aber das sind äußerst komplizierte Mechanismen. Ich möchte mich auf das Geldsystem, also die Rettungspolitik, ja, diese diversen Fonds, diese komplizierten Konstruktionen,
Das wäre wieder ein ganz eigenes Thema, ja, wie das genau funktioniert. Aber vielleicht, bitte. Nur als Vorschlag könnte man die Fragen vielleicht wirklich zurückstellen und die Diskussion und Fragenrunde dann, also außer sind unmittelbare Verständnisfragen, eher im Anschluss an den Vortrag machen. Das hat sich eigentlich immer ganz gut bewährt, weil sie schon sehr zerfasst. Ja. Ja. So eine Stunde Vortrag und dann 90 Minuten Diskussion, so machen wir es meistens. Ja, okay. Also ich sage nur direkte, kurze Verständnisfragen. Richtig, ja. So, Mythen über Banken. Der eine spart, der andere braucht Geld, das er noch nicht hat. Das muss organisiert werden. Das nennt man Bank. So einfach ist das. Wer hat es gesagt? Unser Finanzminister Schäuble. Und ja, Stern-Interview 2008, vor kurzem habe ich es in der Berliner Zeitung nochmal gelesen, das Zitat. Und ich habe jetzt nicht irgendwie gehört, dass er irgendwas widerrufen hätte. Und das ist natürlich schon bedenklich, wenn in der Bundesbank für Gymnasiasten steht, ganz genau so, wie es funktioniert, und auch in anderen Zentralbankveröffentlichungen. Und unser Finanzminister meint, dass das eben so ganz einfach ist. Ja, und das ist leider nicht nur bei dem so, sondern an vielen VWL-Fakultäten werden heute noch andere Theorien gelernt. Es gibt da die Theorie der Finanzintermediation, also das ist genau das. Eine Bank einladen und verleiht sie weiter. Ja, das wird häufig noch in VWL-Fakultäten gelehrt. Auch die Theorie des Multiplikator-Modells, also Bank kriegt von der Zentralbank ein bisschen was und multipliziert es dann mit dem Multiplikator-Faktor und verleiht es dann weiter. Auch diese Theorie ist unserer Ansicht nach nicht zutreffend, wird aber noch ganz verbreitet gelehrt. Ja. Und wer sind die Studenten? Das sind halt dann die zukünftigen Beamten der Finanzministerien, die zukünftigen Leute, die in der Bundesbank sitzen, auch in der Europäischen Kommission, bis hin zum Finanzminister, wo der hat nicht Volkswirtschaft studiert. Aber auch Journalisten, also diese, das ist eben sehr weit verbreitet und deswegen ist einer unserer Schwerpunkte auch, jetzt Gott sei Dank in Zusammenarbeit viel mit vielen kritischen Wirtschaftswissenschaftlern. Da gibt es auch eine eigene Gruppe, die sogenannten Kriwis, kritische Wirtschaftswissenschaftler, und die dieses Thema jetzt auch vermehrt in die Lehrpläne an VWL-Fakultäten bringen wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil natürlich Politiker sich von ihren Fachleuten beraten lassen, und wenn die ein anderes Bild gelehrt bekommen haben, dann ist das schwierig. So, jetzt geht es hier gerade nicht weiter. Jetzt. Wir haben im wissenschaftlichen Beirat einen Bankprofessor, Richard Werner aus Southampton, auch länger Zeit in Japan. Na, wie macht er denn jetzt? So, jetzt brauchen wir einen Techniker. Muss der Herr Pfaffelmutter an. Ich erzähle inzwischen weiter. Also Professor Richard Werner hat gesagt, naja, jetzt hat er mal genug von diesen ähnlichen Theorien. Er möchte jetzt mal empirisch jetzt ermitteln, was ist denn dann tatsächlich die richtige Theorie? Multiplikatormodell, dass die Banken selber Geld schöpfen oder eben diese finanzintermediäre Theorie. Und ist dann zu den Banken gegangen, hat gesagt, ja, ich bin Professor für Bankenwesen und ich möchte das genau erforschen, lasst mich doch mal über eure Schulter gucken, wie das denn genau funktioniert. Ja. Was da genau für Konten berührt werden, wenn Sie einen Kredit auf ein Kundenkonto buchen. Wird da irgendein verringert, ein Sparkonto? Ich möchte das mal ganz genau überprüfen. Und dann die meisten Banken haben abgelehnt, insbesondere die größeren, da ist es natürlich auch schwierig, da gehen wahnsinnig viele Zahlungen in den Außenbereichen, einen Tag, über eine Millisekunde. Ja. Hat aber eine kleine Raiffeisenbank in Niederbayern gefunden. Aha, er updated. Sehr moderne Windows-Technik. Immer 3 Minuten oder so. Naja, gut, und dann hat Professor Richard Werner eben diese kleine Raiffeisenbank gefunden in Niederbayern und hat dann wirklich mit
Kamera auf Computerbildschirm, auch alles noch gefilmt. Und auch dann hat der Geschäftsführer noch genau unterschrieben und der Buchhalter. Er hat also gesehen, wie wird der Betrag generiert. Wird irgendein Reservekonto bei der Zentralbank verringert, wenn dieser Kredit ausgezahlt wird aufs Konto? Wird irgendein Sparguthaben, irgendein anderes Bankkonto verringert? Und es hat sich eben empirisch genau erwiesen, dass eben kein anderes Konto verringert wird, sondern eben empirisch dann eben wirklich bewiesen wurde, dass eben die Theorie der Kreditgeldschöpfung zutrifft, also die Banken selber schöpfen dieses Geld. Natürlich müssen sie hinterher dann versuchen, das bilanztechnisch irgendwie zu legitimieren. Da gibt es dann verschiedene Bilanzvorschriften. Aber im ersten Moment schöpfen sie dieses Geld. Sie sind an der entscheidenden Stelle. So. Entschuldigung, da hätte ich eine genau bezügliche Frage. Ja. Dann ist es theoretisch eigentlich gar kein Risiko für die Bank, wenn sie eh das aus nichts buchen und das nirgendwo abgebucht wird? Doch, das ist schon ein Risiko. Weil es ist ja eine Verbindlichkeit der Bank auf Ausland von Geld. Sie erhöht ja ihre Verbindlichkeiten. Ja? Also sie muss schon dann irgendwie schauen, dass sie schon auf ihrer Aktivseite dann was zustande bringt damit. Ja? Also einen wieder einbringbaren Kredit, ja? Der auch solide ist. Wenn sie den nicht wieder kriegt, dann hat sie ein Problem. Dann sich an die T-Konten, ja? Da wird eingestellt und dann muss natürlich auf der Aktivseite was anderes stehen. Und wenn das aber faul ist, dann hat sie schon ein Problem. Ja? Also ganz ohne ist es für die Banken auch nicht. Ja? Die Banken machen da immer einen Drahtseilakt. Und ja, so, was macht unser Techniker? Ich habe das noch nicht verstanden. Ja, dann bleiben wir noch gleich dabei. Warum die Bank dann einen Schaden hätte, wenn das ein fauler Kredit wäre, das verstehe ich noch nicht. Naja, weil sie die Kreditforderung, ja, was sie da hat, sie hat eine Forderung an uns. Ja, die ist ja irgendwas wert. Ja, also Forderung, Papier, ja, sie zahlen mir 1000 Euro zurück oder Griechenland zahlt mir 10 Millionen zurück. Ja, das ist ja ein Aktivwert, das ist ein Vermögenswert, dieses Papier. Ja. Aber und, Sie haben vorhin gesagt, das Geld verschwindet, wenn es zur Bank zurückkommt. Ja, ja. Sie haben irgendwo schon recht, aber die Bank hat ein bilanztechnisches Problem, einfach dadurch, ja, dass sie dann, erinnern sich an das T, auf der einen Seite fehlt dann plötzlich was, ja, und auf der anderen Seite ist die Verbindlichkeit aber noch da, ja, also nehmen Sie mal aufs ganze Bankensystem jetzt, ja, dass es dann wieder zwischen den Banken hin und her geht, das macht es dann noch komplizierter, auf das ganze Bankensystem, fehlt was beim Vermögen und bei den Verbindlichkeiten bleibt was da. Und was passiert dann in der Bilanz? Als Ausgleichsposten ist ja dann noch das Eigenkapital da der Bank, auch auf der Passivseite, ja, und das verschwindet dann sehr schnell. Ja, dann ist es weg. Es ist doch alles Luft. Das ist alles Luft. Da gebe ich Ihnen recht, das ist alles Luft. Aber es gibt eben einen Bilanzrahmen, in dem diese Luft sozusagen legitimiert wird. Wenn der Kredit nicht zurückgezahlt wird, macht man keinen Verlust. Weshalb? Weil das Girokonto, das erstellt wurde bei der Kreditvergabe, der Besitzer dieses Girokontos hat ja immer noch den Anspruch auf dieses Geld. Auch wenn es nur Luft ist, aber er hat einen Anspruch auf Bargeld. Das heißt, er kann jederzeit dieses Bargeld von der Bank holen, ja, oder einfach eine Überweisung machen an eine andere Bank. In der Passivseite der Bank ist diese Verbindlichkeit da. Das gehört jetzt dem Kunden. Und wenn die Bank auf der Aktivseite im Vermögen einen Verlust erleidet, dann geht es direkt ins Eigenkapital. Dann ist es ein Verlust für die Besitzer der Bank. Weil sie praktisch das verlorene Geld unter Umständen dem Kunden, der ein Girokonto hat, auszahlen müssten. Dann ist es weg. Ja, Sie haben de facto recht, dass da kein echtes Geld spielt. Es geht um ein Hin- und Herschieben von Verbindlichkeiten und von Bilanzpositionen. Ja? Aber faktisch kommt die Bank in Schwierigkeiten, wenn sie den Kredit nicht zurückkriegt.
Aber es beginnt mit Luft. Es beginnt mit Luft. Und es bleibt Luft. Es bleibt auch Luft, ja. Aber Sie können für die Luft was kaufen. Das ist das Schöne. Ja? Für Schirage, dann gehen Sie mit einer Million hin und sagen, ja, dieses Grundstück möchte ich haben, und dann sagt er an die Kontonummer und dann kriegen Sie das. Ja, das ist ja das Schöne, dass das, was hier gebucht wird, zwar kein Geld ist, aber wie Geld überall akzeptiert wird. Und das macht es ja, so wertvoll. Machen wir so wertvoll. Ja. So, lass mal. Jetzt schaust du, dass der reingeht. Das ganz normal ein Kredit. Und Kredit sollte man zurückzahlen, wie man jetzt in Griechenland sieht, ist es eben keine Luft, sondern absolut. Die Kreditgeber wollen schon... Ob groß oder klein, es ist Luft. Aber derjenige, der die Luft hat, hat einen großen Vorteil, ja? Der kann sich was kaufen. Aber es ist eine Vereinbarung. Es ist eine Vereinbarung. Ja, aber es ist in real, ist es Luft. Ja, es ist eine auch juristische Vereinbarung, bitte. Dieser Schein, den ich da habe, das ist halt nur ein Anspruch auf etwas. Also es wollte in Richtung im Computer ein Anspruch auf etwas. So ist es dann. Also historische Analogie zu den Waren. Wenn wir uns den Faust lesen, die haben genau die gleichen Probleme mit dem Papiergeld. Genau. Gut, jetzt haben wir diese Luft, jetzt muss die irgendwie verwaltet werden. Und ich habe Ihnen ja gesagt, Bargeld ist also, Chirage ist eine Verbindlichkeit der Bank. Auf Auszahlung von etwas. Ja. Jetzt ist es blöderweise, für die Banken können wir das aber frei übertragen. Ja. Das haben wir zur Verfügung. Ja. Das ist ja sofort da und Sie können es sofort überweisen. Das heißt, es kann mal passieren, dass Sie von der Sparkasse rüber in die Deutsche Bank mit 1 Million überwiesen. Ja. Dann sagt die Bank, Deutsche Bank erstmal, also hoppla, lehne ich erstmal ab. Ja, weil wenn ich diese 1 Million empfange, habe ich ja 1 Million Verbindlichkeiten mehr. Ist das verständlich? Ja. So funktioniert der Überweisungsverkehr, also zwischen den Banken wird es hin und her geschoben, diese Verbindlichkeit. Ja. Und jetzt muss ich vorstellen, es gibt halt dann drei großen Bankengruppen, die Privatbanken in Deutschland, die Genossenschaftsbanken und die Sparkassen. Und Genossenschaftsbanken und Sparkassen haben jeweils eigene Rechnungssysteme, das sind drei große Kolosse, ja, und dann fließen eben an einem Tag 10 Millionen Überweisungen von dem Genossenschaftssektor in die Deutsche Bank und 10 Millionen 20 wieder rüber. Ja. Wird am Ende des Tages dann abgerechnet. Die 20, ja, die müssen dann tatsächlich beglichen werden in einem Geld, das für die Banken wirklich was wert ist. Ja. Und das sind die sogenannten Zentralbankreserven. Das macht die Zentralbank, die macht nicht nur Bargeld, sondern auch unbares Geld, die sogenannten Zentralbankreserven. Die sind im Hintergrund, die kriegen sie nie in die Hand. Ja, das ist High-Powered Money, nennt man es im Englischen auch, also echtes Geld, das nur die Zentralbanken unbar machen, also als Zentralbank, Giralgeld sozusagen. Das kriegt man nur, wenn man ein Zentralbankkonto hat. Das ist eine ganz feine Sache, so ein Zentralbankkonto, weil die Zentralbank kann eben nicht pleite gehen. Und jetzt sind wir schon dabei, wie unser Überweisungsverkehr funktioniert. Wir haben also hinter dem Giralgeld, was für uns alle ersichtlich ist, wird hin überwiesen, hinten rein ist ein für uns unsichtbarer Kreislauf von Zentralbankreserven. Ja? Und der gleicht unter den Banken aus irgendwie Ungleichgewichte. Je gleichmäßiger die Banken vorgehen mit der Geldschöpfung, desto weniger müssen sie ausgleichen. Deswegen tendieren sie dazu, eben gleichmäßig die Giralgeldmenge aufzublähen. Das ist für sie viel besser, weil dann müssen sie weniger echt bezahlen, weil die Salden viel geringer sind. Aber trotzdem gibt es dann die Situation, eine große Finanzkrise, keine Bank klaut der anderen mehr. Und oft kreditieren sie sich das dann auch, dieses echte Geld, ja, und sagen, nee, lass mal stehen, ja, ich mache einen Kredit, und wenn die sich überhaupt nicht mehr vertrauen untereinander, dann muss die Zentralbank her und muss da Kredite rein tun in das System, ja. Sonst bricht das Überweisungssystem zusammen. Und das ist eben genau die Bedrohung, das haben Sie vielleicht mal gehört, die Banken, Bankenverkehr untereinander, der Interbankenverkehr funktioniert nicht mehr,
Ja. Weil sie nicht mehr, also weil sie sich eben misstrauen. Und so ist das momentan aufgebaut. Und jetzt ein aktuelles Beispiel, vielleicht haben Sie von diesen ELA, von diesen Notkrediten in Griechenland gehört. Das sind also keine Kredite an den griechischen Staat, sondern es sind genau diese Notkredite, die überhaupt noch den Zahlungsverkehr in Griechenland aufrechterhalten, weil nämlich die Zentralbank den dortigen Banken, die offensichtlich eben sich überhaupt nicht mehr gegeneinander trauen und offensichtlich viel zu viel Giralgeld eben in Umlauf und auch noch ungleichmäßig gebracht haben oder wo dieses Giralgeld gerne ins Ausland rausfließt, also wo es Ungleichgewichte oder wo die Leute eben gerne Bargeld in der Hand haben. Ja, das ist auch ein Zentralbankgeld. Und deswegen würde jetzt in so einer Notsituation die Zentralbank nicht permanent den Banken mit billigen Krediten aushelfen, dann würde das ganze Überweisungssystem sofort zusammenbrechen. So hat natürlich die Zentralbank eine riesige politische Entscheidungsmacht, gerade in Griechenland, gewonnen. Es ist die Frage eben, ob sie dafür überhaupt ein ausreichendes politisches Mandat hat. Man spricht ja nicht umsonst von Mario Draghi inzwischen als dem König von Europa. Gut, und dieses Faktum, dass wir eben riesige Mengen an Verbindlichkeit auf Bargeld, Verbindlichkeit auf Ausland von Bargeld immer hin und her schieben, das privat geschöpft wird, muss aber noch irgendwie ausgeglichen werden, wenn es nicht funktioniert. Was passiert dann? Dann bricht eben das gesamte Überweisungssystem zusammen. Das ist genau der Punkt, wo natürlich dann die Banken ansetzen können. Wir haben ein Problem, helft uns aus, sonst bricht das Überweisungssystem zusammen. Ja, aha, so, wir sind wieder da. Halbwegs. Schauen wir mal, wie lange. Dank der Technik. Habt ihr das die Update-Funktion ausgestellt? Der hat, glaube ich, ein Update durchgeführt. Ah, dann ist doch nicht. Jetzt ist Ruhe für heute Abend. Okay. Warum hat er denn überhaupt einen Internetanschluss? Ja, ich glaube, der hat kein Internet. Der hat nur was installiert, was vorher runtergeladen war. Nehme ich an. Okay. Mythen über Banken. So, da haben wir das habe ich Ihnen gerade erklärt. Also, Sie sehen hier den einen Geldkreislauf und Giralgeld. Den kennen wir. Und hinterher eben den Geldkreislauf Reserven, Bargeld, der im Hintergrund abläuft. Übrigens auch alles Kreditgeld. Ja. Das sind alles Kredite wie der Zentralbank an die Banken. Ja. Wird auch per Kredit, ist auch Schulden der Banken bei der Zentralbank. Ein doppeltes Schuldgeldsystem mit zwei verschiedenen Kreisläufen, das in der Mitte sich wo berührt. Der Berührungspunkt ist Bargeld. Erstens Bargeld und zweiter Berührungspunkt ist der Staat. Der Staat hat nämlich auch Zentralbankkonten. Ja, also in der Bundesrepublik, der Bund wickelt eigentlich fast alles über Zentralbankkonten ab. Wir selber haben leider bis auf ganz kleine Ausnahmen, das sind nämlich die Mitarbeiter der Deutschen Bundesbank, die haben auch Zentralbankkonten. Die sind fein raus, auch in den größten Bankenkrisen, da kann denen gar nichts passieren. Also. Gut, so sieht das aus. Ja, was kann es für Probleme geben? Ja, es ist sehr komplex und unverständlich. Also ich würde jetzt wirklich behaupten, dass selbst unser Finanzminister es so nicht ganz verstanden hat. Überforderung von Bürgern, Politik und Zentralbank. Sehr hochkomplexe Regulierung, es wird eben äußerst kompliziert, wenn man dann diese Zahlungsflüsse, die zwei managen muss, insbesondere wenn man eben dann die so eine Bilanzierungsrichtlinie macht. Je nachdem, wie man die Aktiva in einer Bank bewertet, ist sie entweder vollkommen pleite oder sie steht total gesund aus, ist eine reine Stellschraube, ja, wie man was bilanziert. Zum Beispiel, feinerweise für die Banken sind Staatskredite immer Risiko Null. Ja, die werden immer voll bewertet. Ja. Deswegen geben die Banken auch so gerne Geld an die Staaten, was natürlich dann auch wieder eine Kehrseite hat. Verknüpfung von Geld und Schulden. Ja, das ist insofern für uns fatal, als dass wir, wenn wir den Giralgeld auf unseren Bankkonten haben, und meinen, das sei unser Geld und wir legen es ja bewusst nicht an, weil wir wollen es verfügbar haben, um unsere nächste Miete zu zahlen oder irgendeine laufende Ausgabe, deswegen legen wir es ja genau nicht an. Und trotzdem ist es in der Bankbilanz nur eine Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld
Und anders, also wir haben der Bank einen Kredit gegeben, aber anders wie der Kredit, den die Bank uns gegeben hat, haben wir sozusagen vergessen, uns dafür eine Sicherheit geben zu lassen. Ja? Eigentlich müsste man dann sagen, für einen Giralgeldinhalt kriege ich ein Stück im Grundbuch des Bankgebäudes eingetragen. Ja? Da hätte ich nämlich Sicherheit, dass ich es dann wirklich bekomme. Ist bei uns im Giralguthaben nicht so. Also wenn die Bank pleite ist, ist das Geld weg und wir sind irgendwie ganz weit nachrangige Gläubiger, als wenn sie dann versuchen einzufechten, wenn sie keinen Erfolg haben. Verknüpfung von Geld und Schulden heißt auch, also Geld ist mit Schulden gedeckt. Das heißt, wir haben eine Verknüpfung und ein monetäres Problem bei Überschuldung. Wir haben die Überschuldung, wollen die abbauen. Und wenn wir dann eben versuchen, weniger Schulden zu haben, indem wir zum Beispiel Staatsverschuldung zurückdrängen versuchen, dann haben wir auch ein monetäres Problem, weil nämlich die Geldmenge dann sinkt. Ja? Dann können wir nicht mehr so viel Geld in Umlauf bringen, wenn wir zu wenig Schulden haben sozusagen. Also ist dieses Schuldensystem da schon irgendwie System immanent eingebaut, wenn wir eben Geld mit Schulden decken. Und dann ergibt sich natürlich auch ein gewisser Wachstumszwang, wenn wir verzinste Schulden haben, die unser Geld decken. Und dann muss man, um die Zinsen zurückzuzahlen, muss man ja dann natürlich sich anstrengen, Wirtschaftsleistung generieren oder den anderen versuchen, was wegzunehmen. Ja, es gibt dann wieder soziale Probleme. Also wir haben da zumindest die Tendenz zu mehr Wachstum, wie wir es in einem Nicht-Schuldwertsystem hätten. Gehen Sie auf den Schuldenzwang nochmal näher ein? Können wir in der Diskussion dann machen. Ja? Das ist sicher ein wichtiger Aspekt, gerade für Leute, die eben denken oder erkannt haben, dass wir hatten ja lange Zeit starke Wachstumsraten, aber es ist wahrscheinlich so, dass unsere Gesellschaft langsam in einen Bereich kommt, wo sie eben, also die Wirtschaft erwachsen ist sozusagen, man hat dann noch geringe oder gar keine Wachstumsraten mehr, es sei denn mit sehr hohen ökologischen Preisen. Wenn aber das Geldsystem immer noch ist, wie so ein Turbosystem, das eben für schnelles Wachstum ausgelegt ist und in solchen Situationen entstanden ist und vielleicht ja auch eine Berechtigung hat, können wir nachher noch mal darüber diskutieren. Verschärfung der finanziellen Ungleichheit bei privater Geldschöpfung, dadurch, dass die Banken eben so gerne in der öffentlichen Hand auch Kredite geben, entstehen leicht Schieflagen öffentlicher Haushalte, hohe Zinskosten, dann entgangene Geldschöpfungsgewinn. Dann muss man sehen, wenn Geld an Schulden geknüpft ist, erfolgt die erste Emission, also das Geld zum ersten Mal in Umlauf kommt, geht ja nur dahin, wo schon irgendwas da ist. Ja, wenn man keine Sicherheiten hat und nicht auch ein ordentliches, festes Gehalt hat, dann kriegt man ja gar keinen Kredit. Ja. Also neues Geld geht dann schon immer gleich in eine Richtung, wenn man dann schon mal ordentliche Ländereien und Mietshäusblöcke angesammelt hat, dann gibt man von der Bank einen roten Teppich ausgerollt und sagt, wir möchten Kredit haben. Und auch die Bestkonditionen, die differieren ja auch, je nach Kunde. Ja. Und insofern fließt dann eingebaut das Geld schon immer da, wo es böse Haufen ist. Fehlende Kontrolle der Geldmenge durch die Zentralbank. Also es gibt eben, wie am Anfang gezeigt, die Tendenz zu einer sogenannten Asset Inflation, also Aufblähung von Vermögenswerten, Finanzblasen, was dann wieder Finanzkrisen verschärfen kann. Ich habe es ja schon angesprochen, ein Beispiel einer beginnenden oder vielleicht schon existierenden Blase ist Immobilienpreisentwicklungen wie jetzt in München. Viel extremer noch in London, ja, da wird eben dann Geld geschöpft per Kredit und in den Immobilienmarkt als Hypothekendarlehen, dann steigen da die Preise wegen höherer Nachfrage, dann kann man wieder den höheren Wert als Beleihung, als Sicherheit verwenden. Ja, dann geht es wieder weiter und so kann es eine Spirale aufwärts gehen, genauso kann es umgekehrt dann eine Spirale abwärts gehen. Inflations- und Deflationsgefahr, also wenn die Geldmenge überschießend ist oder eben dann die Banken Schwierigkeiten sind, gar nicht mehr machen. Dann zyklische Schwankungen in der Wirtschaft werden verstärkt. Die Banken haben große Privilegien aus der Geldschöpfung. Können sehr stark auf die Politik Einfluss nehmen und können sie sogar erpressen, wenn sie sagen, okay, wenn ihr nicht das macht, was ihr wollt, dann funktioniert halt gar nichts mehr. Auch Vorteile gegenüber Nichtbanken bei Geldanlage, bei Geldgeschäften. Ja, Banken konkurrieren ja nicht nur untereinander, sondern zum Beispiel
wenn es um Erwerb eines Grundstücks oder einen anderen Investments gibt, dann kann ja die Bank auch direkt dieses Investment machen mit selbstverschöpftem Geld und hat natürlich einen enormen Konkurrenzvorteil gegenüber Nichtbanken. Beziehungsweise auch einer der Gründe, warum viele Industrieunternehmen jetzt dazu übergehen, sie für ihre eigenen Banken zu gründen. Mercedes-Bank, Volkswagen-Bank. Das ist natürlich dann. Die machen ja oft mit ihren Banken, Finanzgeschäften mehr Geld als tatsächlich mit der Produktion. Und dann eben Bankenrettung und Steuergelder, wie gesehen in der Finanzkrise. Und ich wage eben zu behaupten, die Europäische Bankenunion mit diesen 80 Milliarden, das ist keine wirkliche Vermeidung von dieses sogenannte Too Big to Fail-Problem. Und man hat ja auch beobachtet in der Finanzkrise, dass die Banken eben, die kleinen Banken sind Ländern kaputt gegangen. Ja? Die Banken insgesamt, die Bankenkonzerne sind uns noch wesentlich größer geworden. Die Banken sind noch riesiger geworden. Ja, wie kommt es denn eigentlich dazu? Wie ist es entstanden? Sie haben es vorhin schon angesprochen. Im 19. Jahrhundert gab es eben kein Banknotenmonopol der Zentralbanken. Es gab eben konkurrierende Banknoten, private Banken. Hier Preußische Bank, Leipziger Bank, Bayerische Notenbank, viele, viele andere. Die haben ihre eigenen Banknoten, deswegen ja auch der Name Banknoten. Ja. Da gibt es eben da auch einen ziemlichen Kuddelmuddel, fehlende Kontrolle, Bankpleiten. Und in Deutschland war es dann endgültig 1924 soweit, das ist in ganz Europa dann so gelaufen. Reform zur Ausschweizung privater Banknoten und Schaffung eines Banknotenbundes. Ja, es musste halt dann die Verbindlichkeiten zurückgezahlt werden und dafür hat man dann etwas anderes bekommen. Ja, das ist ein buchungstechnischer Mechanismus, ja, dass man den Banken nicht einfach das erlässt, ja, was sie da an Verbindlichkeiten aufgehäuft haben, sondern dass man eben das eben ersetzt. Sie müssen das zurückzahlen und die Leute kriegen dafür eben ein anderes Geld, ein echtes gesetzliches Zahlungsmittel in die Hand. So funktioniert das dann. Da würde man einfach sagen können, okay, wir ersetzen jetzt eine Bank Geld mit dem anderen Bank, dann würde man ja das eine Geld mit dem anderen Geld, dann würde man ja den Banken ein riesen Geschenk machen, weil man sagt, okay, die ganzen Verbindlichkeiten auf Auszahlung von Gold damals müsst ihr ja gar nicht mehr erfüllen, das machen wir einfach ein neues Geld. Da würden die natürlich jubeln. Könnten die sich vielleicht daran erinnern, etwas besser zu artikulieren? Okay. Gut, ich werde wieder ein bisschen langsamer reden. Es kam jetzt auch durch die technische Panne. Mund auf. Okay. Also, mit der Ausschleusung soll ich das mal. Wenn Sie eingeschlafen sind, erklären, was Sie unter Vollgeld verstehen. Das kommt jetzt. Hier, also es gab schon immer einen Streit, wer kann denn eben Geld schöpfen, der Staat oder die Banken. Und ja, Banken haben eben die Vereinheitlichung der Banknoten darum umgangen, dass sie eben mehr und mehr Giralgeld und Buchgeld geschöpft haben. Dann durch den technischen Fortschritt ist auch das Giralgeld immer bedeutender geworden. Es gab allerdings nie eine wirkliche politische, gesetzliche Entscheidung, dass man gesagt hat, ja, es ist besser, die Banken schöpfen dieses Geld, sondern es war ein schrittweiser Prozess, bei dem eben Staat und Banken sozusagen Hand in Hand gesagt haben, ja, das ist für uns beide gut, ihr schöpft uns das Geld und wir machen euch die Bankenregulation so, dass es für euch möglichst einfach ist und möglichst schnell geht. So, für uns, jetzt bin ich bei der Frage, die logische Reform Vollgeld. Drei Autoren vielleicht. Der erste, Irving Fischer, mit dem habe ich mich besonders befasst, weil ich ihn auch übersetzt habe. Ein berühmter amerikanischer Ökonom, damals wohl einer der wichtigsten. Und der hat 1929 selbst sein ganzes Geld beim Börsencrash verloren. 1929 hat er 1935 ein Buch geschrieben mit dem Inhalt, warum ist das so gekommen, und seiner Meinung nach war das eben auch die private Geldschöpfung der Geschäftsbanken. Ein weiterer Name, Rolf Gocht, ein deutscher Bundesbanker 1975, der ähnliche Gedanken geäußert hat. Und dann als letzter Name ganz kurz Josef Huber,
Professor für Wirtschaftssoziologie in Halle, der auch zu den Mitgründern unseres Vereins zählt, der diesen Begriff Vollgeld geprägt hat. Vollgeld also vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist der was dieses bedeutet. Es bedeutet Ausweitung der öffentlichen Geldschöpfungskompetenz auch auf Giralgeld, also nicht rein auf Bargeld, sondern eben auch auf das gerade besprochene Giralgeld, was eben bei uns das wichtigste Geld ist. Wie würde es dann ausschauen? Geldkreislauf im Vollgeldsystem gibt eben nur noch ein gesetzliches Zahlungsmittel von der Zentralbank, das in zwei verschiedenen Formen vorliegt, sowohl als Geldscheine nach wie vor, als auch als unbares Geld auf den Konten. Die Geldschöpfung würde allein von einer Zentralbank, wir sagen, es ist aufgrund der Wichtigkeit, würden wir sie in einen vierten Stand erheben, deswegen sagen wir monetative, also neben exekutive Rechtsprechung und legislative eben monetative, dass eben die Gewaltentrennung da ist. Unserer Meinung nach die beste Versicherung, dass man diese Macht nicht missbraucht, ist eben die klare Trennung der Zuständigkeiten der Gewalten. Insbesondere, dass man die Zuständigkeit der Geldschöpfung und der Zuständigkeit der dann Geldverwendung, der erstmaligen Geldverwendung trennt, sodass da kein Interessenskonflikt entsteht. Geldschöpfung würde die monetative machen, Kreditvergabe aus bestehendem Geld würden aber nach wie vor die Geschäftsbanken machen. Die Geschäftsbanken würden also, wie es in dieser Theorie der Finanzintermediation auch gelehrt wird, als Finanzintermediäre wirken. Da hätten sie genug zu tun, könnten sie auch genug Profite machen, wären aber dann auch wirklich dafür verantwortlich, ja, wenn sie dann mal in Schwierigkeiten kommen, und würden auch nicht mehr gerettet werden, auch nicht mehr gerettet werden müssten. Warum? Darauf gehe ich dann gleich ein. Das Vollgeld würde Ihnen vollständig gehören, es wäre also nicht mehr Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld, sondern es wäre echtes Geld, was Sie auf Ihren Konten hätten. Also man würde besser nicht Konto sagen, sondern Gelddepot. Es wäre also rechtlich so wie Ihr Wertpapierdepot, das vielleicht der eine oder andere von Ihnen hat. Bei der Bank, ja, ein Wertpapierdepot ist ein Depot, das gehört Ihnen, es wird nicht in die Bankbilanz eingerechnet. Wenn die Bank zusammenbricht, dann können Sie Ihre Wertpapiere da wieder abholen. Genauso wäre ein Gelddepot erfolgreich, das Geld gehört Ihnen, ist also nicht Verbindlichkeit auf Auszahlung, sondern echtes Geld. Ja, schon gesagt, also Geschäftsbanken, Kreditvergabe ja, aber nicht mehr die Kompetenz der Geldschöpfung. Es wäre also kein Modell, das die Banken verstaatlichen würde. Bitte? Kreditvergabe heißt, wenn Sie einen Kredit vergeben wollten, dann müssen Sie erst bei der Zentralbank sich Geld besorgen. Nicht bei der, normalerweise nicht bei der Zentralbank, sondern es würden eben die Spargelder der Leute, die angelegten Gelder, oder Sie müssen sich bei einer anderen Bank ein Geld leihen, dann müssten tatsächlich Geldflüsse, müsste etwas in dem Gelddepot der Bank liegen, damit sie das Geld auch auszahlen können, und dann wäre eben dieser Geldfluss nicht mehr nur eine Verbuchung von Verbindlichkeiten mit finaler Ausgleich des verbliebenen Restes, sondern da würden tatsächlich diese Geldflüsse fließen, auch wenn sie nur immer noch natürlich Computergeldflüsse sind, ja, aber sie werden eben tatsächlich, so wie bei uns allen auch, wäre für die Banken das Geld ein Vermögenswert, den sie erst einverdienen oder angelegt haben müssen, bevor sie ihnen dann wieder weiter vergeben werden. Und dieses Geld wäre eben nicht durch irgendeine Schuld gedeckt, es wäre auch nicht durch irgendein Gold und auch nicht durch irgendein Grundstück. Die Deckung des Geldes, des modernen Geldes, ist seine Kaufkraft. Und deswegen ist es sehr wichtig, genau Einfluss zu nehmen auf seine Emission, seine Schöpfung. Und das ist ja das, was wir alles an Geld haben wollen. Wir wollen dafür irgendein beliebiges Dienstleistung oder Ware einkaufen. Und dafür brauchen wir diese Kaufkraft. Wir wollen nicht dann uns ein Stück Gold abholen oder irgendeine andere Ware. So ist modernes Geld unserer Meinung nach konstruiert.
Und dann würden Banken und Nichtbanken die Geld eben auf die gleiche Art und Weise buchen. Was heißt da in dem Zusammenhang Nichtbanken? Nichtbanken sind wir alle. Achso, ihr. Ja. Also, wir können ja auch nicht Geld schöpfen. Ja? Wir haben auch praktisch für uns ist Geld als auf dem Konto ein Vermögenswert und nicht eine Verbindlichkeit. Ja? Aber wichtiger sind auch Rentenversicherungen zum Beispiel, die sind dann gleichgestellt zu den Banken. Zum Beispiel. Oder es gibt ja auch zum Beispiel, ich kenne in Berlin oder in München kenne ich auch eine, so eine Wohnungsgenossenschaft, ja. Und die sammeln praktisch bei ihren Mitgliedern Gelder ein, ja, und finanzieren dann mit ihrem Wohnungsbau. Ja, also so ein Sparguthaben der eigenen Genossenschaft, ja, die dann sich gegenseitig unterstützen. Ja. Und sie stellen sich den Fall vor, die Genossenschaft will eben ein Grundstück kaufen und konkurriert damit mit einer Bank. Ja. Und die Bank kann eben dieses Geld schöpfen, momentan zu sehr günstigen Zinsen. Ja, und die müssen es bei ihren Genossen einsammeln, haben also da einen Nachteil. Und insofern glaube ich, dass eben im Vollgeldsystem würden auch gerade kleinere Banken viel konkurrenzfähiger werden, weil sie eben momentan in diesen großen Hin- und Her-Überweisen eben wesentlich weniger flexibel agieren können wie die ganz großen Banken. Deswegen ist auch diese Tendenz da, dass die Banken immer größer werden heute. Vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu Griechenland. Es wird immer gesagt, ja, die haben immer viel zu viel, sind sehr, sehr verschuldet, haben alles verjubelt und so weiter. Aber man muss ja auch die andere Seite sehen. Es gab ja immer Banken, die denen auch Geld geschöpft haben, um ihnen Kredite zu geben. Ja. Und die sind natürlich jetzt längst aus der Verantwortung raus. Die Kredite haben öffentliche Stellen übernommen. Ja. Aber das ist an sich meiner Meinung nach nicht richtig. Auch eine Bank muss auch schauen, was macht denn, ist ein Staat denn überhaupt kreditwürdig, und da kann nicht einfach da beliebig Geld schöpfen und es da eine riesen Verschuldung produzieren. Dann, ich hatte es schon angesprochen, diese entscheidende Rolle der Zentralbank, weil sie eben hinter dem gesamten griechischen Überweisungssystem steht und das aufrechterhält mit Notkrediten, ja, hat sie natürlich einen enormen politischen Einfluss, und da würde ich bezweifeln, dass sie dafür eben, also sie wird natürlich in diese Rolle gedrängt als Nothelfer, weil eben das System sonst zusammenbrechen würde, aber an sich vom politischen System finde ich das nicht gerechtfertigt, dass die einen so großen Einfluss haben. Und dann würde ich noch sagen, wir haben ja auch bei uns feierlich jetzt die Verschuldungsgrenze beschlossen, auch mit 2/3 Mehrheit im Bundestag und Bundesrat. An sich ja, wenn man so denkt, wie Schäuble, eine sinnvolle Sache, man kann halt einfach nicht mehr ausgeben, man sollte nicht viel mehr ausgeben, wie man einnimmt. Ja. Aber wenn das Geldsystem auf Schulden aufgebaut ist, ja, und dann eben, wenn man tatsächlich solche Schuldengrenzen strikt anwendet, dann eben die Geldmenge sinkt, ja, dann ist es faktisch meiner Meinung nach schwer zu verwirklichen, so eine Verschuldungsgrenze. Und die USA zum Beispiel haben ja auch eine Verschuldungsgrenze. Das haben Sie ja vielleicht vor einem Jahr. Da war ja dann auch die Drohung, ja, Bundesbeamte werden ausgezahlt, weil der Kongress konnte sich noch nicht einigen, die Verschuldungsgrenze immer wieder außer Kraft zu setzen. Ja. Und ich würde mal jetzt prophezeien, dass es in unserer Verschuldungsbremse gibt es auch solche Ausnahmen, wenn eine außergewöhnliche wirtschaftliche Notlage ist, dann muss die auch nicht eingehalten werden. Und ich wüsste nicht, wie das in einem Geldsystem funktionieren soll, in dem Verschuldung und Geld so eng miteinander verzahnt ist. Und als letzte Bemerkung zu Griechenland, vielleicht noch, Griechenland ist ja wirklich, was Staatsverschuldung betrifft, in Europa ein kleiner Fall. Schauen Sie Italien an, schauen Sie sich Frankreich an, schauen Sie sich uns selber an. Ja, das sind ganz andere Summen im Spiel. Bei uns läuft es momentan recht gut, weil die Zinsen so niedrig sind, aber das kann sich schnell ändern. Und insbesondere Italien wäre dann schon ein ganz, ganz anderer Fall. Und schon Griechenland macht uns so große Probleme. So, wie lange habe ich? Habe ich schon eine Stunde geredet? Ich gehe ganz schnell durch, was ich als Vorteile sehe, und dann gehen wir gleich in die Diskussion. Also Vorteile, wir haben ein einfaches, verständliches und vor allem auch transparentes Geldsystem.
Es kann nicht dauernd Geld, Schulden durchgewirbelt werden. Kein Mensch versteht mehr genau, ist es jetzt Schuld, ist es Geld, wer hat es geschöpft, ist es wieder verschwunden, ist es wieder neu geschöpft worden, ist die Zentralbank jetzt derjenige, der die Verschuldung geschaffen hat, ist es die Geschäftsbank. Es geht ja munter hin und her und wird irgendwann wirklich auch so kompliziert, dass es selbst Herr Schäuble nicht mehr versteht. Wir haben einen fairen Wettbewerb, gleiche Rahmenbedingungen für alle Wirtschaftsakteure. Das ist mir auch wichtig, wenn wir in einer Konkurrenzwirtschaft leben. Und da gibt es die einen Privaten, die können Geld schöpfen und verfolgen private Interessen, die anderen können das nicht. Dann finde ich das nicht legitim. Wenn praktisch private Akteure miteinander konkurrieren, dann müsste es eben einen Schiedsrichter geben, der allein dazu berechtigt ist, eben Geld zu schöpfen. Geld heißt ja auch immer ein Stück Sozialprodukt für sich zu reservieren und das kann meiner Meinung nach nicht in privater Hand sein. Dann würden die volle Seniorage, also wenn dann der Geldschöpfungsgewinn, der aus der Schöpfung von Geld entsteht, würde dem Staat zufließen. Bei den derzeitigen Wachstumsraten wären es jährlich ca. 30 bis 40 Milliarden für die Bundesrepublik. Ist nicht, damit kann man nicht die Welt retten, aber es wäre doch ein guter Beitrag für den Haushalt. Die Kontrolle wäre effektiv zu kontrollieren, der Geldfluss würde sich verstetigen. Man muss ja immer sehen, was ich vorhin gesagt habe, für die Banken ist Geldschöpfung ja auch ein Risiko und wenn es ihnen schlecht geht, dann schöpfen sie eben kein Geld mehr und wenn es ihnen gut geht, dann schöpfen sie eben viel zu viel Geld. Und man könnte auch, was heute eben bei Grundstücken entsteht, solche Vermögensblasen, die ja einfach dadurch entstehen, dass da in gewissen Sektoren wahnsinnig viel Geld geschöpft wird und diese Blasen aufgeblasen werden, solche Entwicklungen werden wesentlich gemäßigt. Wir hätten nicht mehr die Verknüpfung von Geld und Schulden, der Wachstumszwang wäre geringer, das Geld wäre sicher, insbesondere der Zahlungsverkehr wäre sicher, weil der gesamte Zahlungsverkehr eben nicht mehr über dieses Verbindlichkeitenspiel ablaufen würde innerhalb der Bankbilanzen, sondern der gesamte Zahlungsverkehr würde von Positionen, von Gelddepots stattfinden, die außerhalb der Bankbilanzen angesiedelt sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil selbst dann, wenn die Bank pleite geht und rausfällt aus diesem Spiel, nach wie vor der Zahlungsverkehr läuft. Griechenland bräuchte heute keine Notkredite der Zentralbank, weil was die Leute haben, können sie sich ja überweisen. Aber wenn sie nur eine Verbindlichkeit haben, der Bank, ja, dann wird es schwierig, weil wenn die Bank in Schwierigkeiten ist, dann funktioniert es nicht. Und so ist eben auch nicht mehr dieser Erpressungspotenzial. Und als zusätzlicher Faktor, ich habe vorhin von der Ausschleusung von Banknoten gesprochen. Genauso, wenn man jetzt sagen würde, man macht die Umstellung auf ein anderes System, wo eben Geld nicht mehr Verbindlichkeit der Bank auf Ausnahme von Geld ist, schleust dieses Geld aus. Das sind in Europa 5 Billionen. Dann hätten wir eben einmalig die Chance, dieses Geld neu öffentlich zu emittieren und damit dann einen großen Teil der 9,5 Billionen in Tendenz steigend europäischen Staatsschulden zumindest zum Teil abzubauen. Heugeld löst nicht alle Probleme, das möchte ich auf jeden Fall nochmal betonen. Also viele Leute, die sich mit Geldreform beschäftigen, meinen immer, dass dann alle Probleme der Welt damit gelöst werden. Es gibt viele Probleme noch, auch in der Wirtschaftspolitik, es gibt viele Probleme in der Vermögensverteilung. Es gibt sicher Probleme, auch alle Zinsprobleme werden nicht automatisch gelöst, auch wenn Folge per se eigentlich zinslos emittiert wird. Aber ich glaube, bitte? Das E muss weg. Welches E meinen Sie? Monetäre. Monetär bedingte Krisen, ja, da haben Sie recht. Dankeschön. Aber diese monetär bedingten Krisen, also aufgrund vollkommen überschießende beziehungsweise dann wieder zurückgehende Giralgeldschöpfung entstehen. Davon könnte uns meiner Meinung nach Vollgeld befreien. Und ich hoffe, ich habe am Schluss ein bisschen langsamer, verständlicher gesprochen und jetzt möchte ich gerne die Diskussion eröffnen.